Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Terraria Experten. In der letzten Episode war am Ende halt diese eine Nachricht, dass Eye of Cthulhu gleich spawnen wird. Und deswegen nehme ich einfach gleich zweimal am Stück auf. Und nicht als erstes warten, bis er eins hochgeladen ist, bla bla bla. Und ja, deswegen ist hier alles ein bisschen hektisch, weil jetzt hole ich mir schnell noch Zeugs. Also ich will Flinkheit zeigen. Ein bisschen Licht braucht jeder Leben. Nein, Bogen schießt. Ich benutze gar keinen Bogen. Ja, Dorntrank. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass ich gutes Zeug habe. Und wenn nicht, dann nicht. Headshot. Okay. Mal warten. Auge. Willst du kommen? Ich warte auf dich, Auki. Ja, Auge ist da. Auge, Auge, Auge. Schon fürs erste Mal buffen. Aber ich hab noch ein paar Tränke, die ich mir nicht benutzen wollte, da gehabt. Ah, naja, ich habe einen Undertaker, also. Und Crimrod. Nein. Du wirst mich nicht töten, Eye of Cthulhu. Ich kenne deine Taktiken, Eye of Cthulhu. Ich hab dich schon mal besiegt. Schon sehr oft. Ah, jetzt bist du ein bisschen stärker, leider. Aber trotzdem, ich kenne deine Taktiken, Eye of Cthulhu. Ich bin nicht von den Alten, wie letztens, die du gestern besiegt hast, oder? Für euch wär's wahrscheinlich irgendwie. Sagen wir mal eine Halbtage her, weil, naja. Ich hab ja schon einmal gegen dich gekämpft, aber, naja. Ich erinnere mich auch bei einem YouTuber, da haben die halt, machen die Together halt. Auf jeden Fall da war es so, die spielen da einfach ganz gemütlich, dann gehen die hoch wegen dieser Nachricht, dann AFK-Solos gespawnt, super. Dann, das geht einmal durch die durch und schon ist es wieder weg. Nice, oder? Also, das hier wird wahrscheinlich eher viel mit meiner Magiewaffe zu tun haben, diesen Kampf. Das Sichtfeld wird erweitert. Ich erweitere mein Sichtfeld. Nein? Böse. Also. Und wenn es weiter so geht, werden wir es knapp schaffen, aber nur sehr knapp. Also, Alter! Alter, chill doch mal! Und gleich wird er ausrasten. Wie wär's? Willst du mal ausrasten, AFK? Nein. Ich will nicht, dass du ausrastest. Du willst auch nicht, dass du ausrastest. Wir beide sind doch immer gute Freunde gewesen, also. Ich tue dich auch nur ein bisschen Eis geben, weil schau mal, bei uns hat es draußen schon fast so 35 Grad, also. Ich helfe dir. Also. Fuck. Ich wollte dir doch nur helfen. Nimm doch die Hälfte an, Eye of Cthulhu. Du brauchst psychische Hilfe, Eye of Cthulhu. Ich weiß, du hast eine schwere Kindheit, Eye of Cthulhu. Aber trotzdem, du musst das nicht an mir auslassen, Eye of Cthulhu. Wir können ganz ruhig darüber reden, Eye of Cthulhu. Scheiße? Buff. Eye of Cthulhu? Du lässt mir keine Wahl. Du lässt mir wirklich keine andere Wahl, Eye of Cthulhu. Ich wollte es nicht zu Ende lassen, aber leider lässt sie mir keine andere Wahl. Scheiße, ich muss mich unbedingt heilen gleich. Scheiße, ich hab. Wie lange. Ah, scheiße. So knapp. Ach. Obwohl, warte. Ich habe noch eine Chance. Wie viele? Ich glaube, ich habe 6 Linsen. Okay. Alfred, das kann ich nicht von dir kaufen. Nee, nicht. Obwohl. Ja, das wird gut sein für jetzt. Schnell stapeln. Okay, dann. Okay. Es ist noch nicht zu spät. Ich kann dich noch zurückerobern, AFK.
Ich kann dir noch helfen. Du bist kein Monster. Du bist gut. Du bist nice. Du bist ein Freund, nicht Feind. Ich kann dir helfen, zurück zu deinem wahren Selbst zu kommen. Du musst mir nur die Chance geben. Okay. Also dann habe ich. Ja. Yeah, ich habe jetzt auch meinen Haken benutzt. Endlich, zum ersten Mal. Okay. Okay, Eye of Cthulhu, du bist zurück. Nice. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen mehr unterhalten. Also, Eye of Cthulhu, warum gehst du eigentlich die Häuser durch? Du weißt, du könntest auch außen rum gehen, Eye of Cthulhu, aber das tust du nicht. Das tut er einfach nicht. Hast du irgendwas gegen die? Haben die dich in der Schule gemobbt? Haben sie gesagt, du wirst nie was bringen? Ach, schau mal. Wenn du jetzt auch andere attackierst, haben die recht. Wenn du jetzt einfach weiter so machst, wirst du wirklich nie zu irgendwas bringen. Also, wenn ich du wäre, würde ich jetzt lieber aufhören. Wenn du willst, können wir das zu deinem letzten Kampf machen, weil, naja, jeder große Kämpfer will auch mal einen letzten Kampf haben, aber ja. Auf jeden Fall, Eye of Cthulhu. Du wirst es schon schaffen. Du musst halt einfach mal ein bisschen chillen, Eye of Cthulhu. Weißt du? Schau mal. Ich will dir jetzt nur helfen. Schau mal. Ich helfe dir sogar. Wir gehen ja zusammen gerade Eis essen, siehst du? Naja, du hast eigentlich das meiste Eis, okay, oder stimmt, aber. Wo ist eigentlich dein Mund, Eye of Cthulhu? Stimmt, du hast den Mund ja am Auge, deswegen schieße ich dir jetzt auf ins Auge. Jetzt fällt mir weiter ein. Was? Ich frage mich die ganze Zeit schon, warum ich eigentlich so viel Schaden von dir krieg. So, warum deine Flecke eigentlich so wehtun und ich hoffe, ich blaue Flecke kriegen werde. Ich habe vergessen, meine bessere Rüstung anzuziehen. Zum Beispiel jetzt, das sehe ich jetzt da, so, dass es hier nur ein Sparring-Kampf ist, so dein letzter Kampf, weil du willst ja auch niemanden jetzt krankenhausreif schlagen, oder? Oder fliegen, oder essen, oder sehen. Außer, aber ich hoffe zumindest, du willst mich nicht krankenhausreif sehen. Weil, oder krankenhausreif schauen. Ja, hier kriegst du jetzt noch ein bisschen nices Zeug. Hier zum Beispiel. Ja, yep, 1000 Mega Super Giant Fight Kill. Fallen? Okay. Also, Eye of Cthulhu. Also, hier. Das hier ist eine Medusa, okay? Die darfst du niemals von genau ansehen, weil sonst rastet sie aus, okay? Das ist jetzt wirklich der beste Life-Advice, den ich dir geben kann in deinem ganzen Leben. Schau niemals eine Medusa an. Ja, also jetzt hast du ein bisschen mehr Hunger, oder? Ja. Also ich hätte jetzt auch ein bisschen mehr Appetit eigentlich. Hallen. Kali? Kali? Hallen. Weißt du? Okay, gut. Ah, puh. Gut, zum Glück. Ich hätte es fast geschafft. Beinahe. Why? Just why? Why? Also dann baue ich hier mal das kleine Häuszimmerchen fertig. Okay, also dann habe ich meinen Hammer hier. So. Dann muss. Ah ja, hier habe ich noch zwei Glas. Okay, Hammer, da. Ja, so. Ich sehe gerade in meinem Fenster angefangen eine Biene. Oder ne, Bienen sind ja eigentlich nicht da zurzeit.
Wespe könnte es vielleicht sein. Wenn ja, dann werde ich niemals mal wieder meine Fensterladen aufmachen. Oder Hornisse? Nee, das kann es nicht sein. Das ist so viel zu klein für eine Hornisse. Aber erst eine Hornisse würde ich niemals wieder rausgehen. Au! Okay. Ich spreche wie ne. Jetzt nicht mehr. Also ich meine jetzt schnell. Strange Plant, nice. Ich will die Strange Plant. Also ich meine jetzt, dass ich noch ein bisschen schnell halt all, so Sand oder bombardiere mir den Sand hier zu mir. Ja, ich bombardiere den Sand. Fahr, 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 fahr. Ich bin so ein Kamikaze-Bomber von der Al-Qaida. Nur ich tue es mit Sand, ich treibe es mit Sand anstatt mit Gebäude. Das hat sich jetzt ein bisschen komisch angehört. Ich treibe meine Spielchen mit dem Sand. Ja, okay, jetzt kann ich vielleicht noch nach Hause schaffen und den einziehen lassen. Er redet von den alten Mann. Und ich habe schon wieder benutzt. Also dann, es regnet wieder nie wieder. Oder warum schon wieder? Und dann muss mein Hammer. Ja, so sah es ungefähr aus, ja. Dann kann ich mir ja hier noch ein paar Wände machen. Ein Stackwände, natürlich. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch leben sollte, wenn ich kein Stackwände mache. Aber irgendwie ist so ein Stack einfach nur so eine nette Zahl. 64. So Zahl der Vollkommenheit. Dann ist es ein Gewitter. Nice. Dann, wo habe ich. Ah ja, hier habe ich einen Stuhl. Dann mache ich halt mal ein paar Glaswände oder Gaswände oder Baswände, Faswände, Marswände, Piedieselwände. Ja. Upsi. Will irgendjemand Blut rauchen? Oh, Kerli, ich habe hier eine Blutspende für dich, falls es okay ist. Okay, hol. Okay, dann tue ich hier mal die Dings hin. Okay. Sie. Ich brauche hier Zeugs hin. Warum hat das Glas einen Riss? Das Gras, das Glas, nicht Gras. Glas ist rissig. Ah, jetzt weiß ich noch, was ich machen kann. Ich mache mir so eine, wie heißt das? Okay, wo, ja, Glaskern. Ein Glaskern, und ja. Also dann mache ich mir aus denen ganz viel Glas. Und jetzt kann ich mir fast alles aus Glas bauen. Eine Glaschest. Ich muss das jahrelang anschauen, bevor ich check, dass eine Glaschest hast. Nice. Oh, Tony? Tony, altes Haus, wie ging's dir denn die letzten paar tausend Jahre? Geschäftliches, ja. Also fürs Geschäftliche, da, Stadtpool. Ja, ich nehme einfach mal die Sniperkugeln, wie immer. Der klassische, klassische. Also dann.
Also 3, 4, 5, 6. Ja, ich mache mir noch 12. Ich mach's 12. Ja, okay. Okay, mal sehen. Glas tue ich mal so. Nein. So. Arke, dann hier. Okay, dann. Da ist gerade eine Biene vor meinem Fenster. Und mir fällt gerade ein, ich sollte mal wieder mein Fenster öffnen. Ich schwitze hier gerade zu Tode. Obwohl ich es letztens 2 Stunden lang offen hatte und jetzt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich zu Tode schwitze. Ja, okay, so ist gut. Okay. Okay, dann. Okay, dann. Eins, okay. Wo setze ich letzte hin? Hier, ja, nice. Okay, also das kleine Haupthäuschen ist jetzt schon mal fertig. Plattform, Plattform, Ada. Also das hier ist sozusagen das Haupthaus jetzt vom Dorf. Vom Alter und so hier nicht alles die ganze Zeit. Also ja. Okay, dann setze ich hier die Plattform hin. Okay, finde ich sonst hier irgendwo noch was Nices? Ach stimmt, ich habe ja hier die Krüge gemacht. Die fülle ich jetzt ein bisschen mit Bier auf. Bier. Und mal sehen, wie viele Molotows ich jetzt machen kann. Denn ich mag Molotows. So was her. Warte, ich brauche einen Webstuhl, da kann ich mir jetzt ein bisschen Seide machen. Okay, gleich ka jetzt mache ich mir gleich eine meiner Lieblingswaffen. Wo mache ich die Molotows? Cole, wie mache ich eine Molotow? Oder ja, Molotow. Molotow. Ah, 5. Was? Ich brauche Pink Gel jetzt. Ach, ich brauche 5 Bierchen. Ja, okay. Ich schau mal, ob es auch mit normalen Steinen dann geht. Ja. Also, wo sind die Krüge dann? Ach, hier, die Maskrüge. Ja, okay, dann haben wir das hier. Und jetzt fäll ich mal wieder auf, näher dran. Und was kann ich jetzt nochmal drauf machen? Ah, ich brauche ja Schleimis. Schleimi. Schleimi. Wo bist du denn, Schleimi? Ich will dich definitiv nicht töten, Schleimi. Also komm raus, wo auch immer. Du bist Schleimi. Jetzt brauche ich wirklich Pink dafür. Früher ging das doch noch normal. Jetzt hasse ich Molotow. Danke, Spiel. Nee, ich hasse dich nicht, Molotow. Also, wo wohnt jetzt jeder? Tony, warum gehst du dann die ganze Zeit hier oben in mein Haus rum? Geschäft? Nö. Aber Crimson Black, das könnte es hier eher geben. Ja, okay. Also ja, ich glaube, ich beende hier jetzt auch mal die Episode. Nächste Episode werden wir entweder Aif Kasturu besiegen oder ja.
Ich mache mir wahrscheinlich bis dahin noch eine Platin-Brustplatte. Ja, und wenn euch halt diese Episode gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, noch einen Like dazu, einen Kommentar, ein Abo oder was auch immer ihr wollt. Auf jeden Fall irgendwas, was mir wahrscheinlich helfen wird. Bitte, 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 bitte. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios, amigos.